Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch wieder mal ein tolles Set. Und zwar, wenn ihr noch kein Video gesehen habt, unsere Sets. Da sind immer Sachen drin, ihr braucht nichts extra, um Karten oder Verpackungen zu basteln. Und ihr könnt natürlich diese Verpackung, diesen Karton auch noch verbasteln, zum Beispiel als Geschenkverpackung. Und zwar zeige ich euch jetzt mal, was wir heute haben. Und zwar heißt das heutige Set Bandana Flair. Das heißt, das ist ein reines Kartenset ohne Stempel. Und was haben wir dabei? Wir haben dabei ein bisschen Dekorationsschnur. Wir haben Dimensionals dabei, wenn ihr das nicht kennt. Das sind so 3D-Aufkleber, um Elemente hervorzuheben. Wir haben Umschläge dabei. Wir haben Klebepunkte dabei. Hier haben wir Deko-Elemente dabei, auch so Pergamentpapier. Deko-Elemente, die schon gedruckt und vorgestanzt sind. Hier sogar noch welche in Gold. Dann haben wir ein paar Schilder und Blümchen. Ich hoffe, das kann man sehen. Dann haben wir hier schon vorgedruckte Sprüche auf verschiedenen Sprachen und die Grundkarten. Ja, was man in so einem Set noch dabei hat, ist immer eine Anleitung, wenn man es noch nicht kennt. Dass man mal weiß, okay, was kann man da basteln oder wie macht man das. Diese Sets sind geeignet für Einsteiger oder so zum Kennenlernen, um mal zu gucken, ist das Basteln überhaupt was für mich. Dann kann man immer noch aufstocken oder wenn man sagt, oh, basteln würde ich gerne machen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Dafür sind solche Sets echt toll geeignet. Und man hat mal schnell eine Karte zum Geburtstag oder irgendwelche anderen Anlässe und eine kleine Verpackung. Und eine Garantie immer, es ist immer individuell. Also es ist immer was Besonderes, kriegt man nicht so zu kaufen, es ist selbst gemacht. Also, dass der Beschenkte mit der Karte zufällig sagt, oh, so eine Karte habe ich schon, ist sehr gering. So, dann haben wir hier Anleitungen. Gucken wir mal, wie viele Projekte haben wir hier. Haben wir jetzt zum Beispiel 2 verschiedene Projekte. Und ich würde sagen, wir starten heute mit Projekt Nummer 1. Also, wenn ihr noch kein Video von mir gesehen habt, ich bastel immer ein Projekt vor, damit ihr mal wisst, okay, wie lange geht sowas ungefähr. Ihr schafft es vielleicht einen Tick schneller, weil ich erzähle immer noch ein bisschen was dazu. Man braucht hier eigentlich nichts wirklich extra. Ich empfehle euch aber trotzdem was. Was ihr noch braucht, ist zum Beispiel eine gute Schere. Link setze ich euch unten drunter. Dann ein Papierfalzer und noch ein Aufhebhelfer. Das wäre mein Tipp für dieses Set, da es hier keinen Stempel gibt. Aber nun fangen wir an. Ich richte mir immer ganz gerne vorher alles zusammen, was ich da brauche. Ich gucke dann mal das erste Projekt. Da brauchen wir ein rotes Kärtchen. So, dann brauchen wir einen Umschlag. Wenn ihr schon Stempel habt, zum Beispiel, ihr könnt das Innenleben der Karte natürlich noch bestempeln oder den Umschlag, so wie es euch gefällt. Aber hier geht es wirklich nur, dass ich mit den Sachen aus dem Set bastel, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt. So, die Karten tun wir weg, brauchen wir nicht, wir brauchen nur eine. Dann einen schönen Spruch. Was nehmen wir da? Wir machen mal hier ganz liebe Grüße. Dann nehme ich mir mal einen raus. Ist schon alles soweit fertig, also echt ideal. So, dann brauchen wir goldene Deko-Elemente. Und zwar brauchen wir 4 so größere Blätter, sind das, glaube ich. So, ganz vorsichtig, so eine dickere Metallic-Folie. Das sind verschiedene. Also wir brauchen 2, die so nach rechts zeigen und 2, die nach links zeigen. Da sollte man auch schon drauf achten. Mir ist das bei einem Set nämlich schon passiert. Plötzlich hat das mit der Anleitung nicht so ganz geklappt, weil ich da nicht das Vorgegebene rausgenommen habe. Daher weiß ich jetzt, man sollte nochmal ganz genau gucken. Aber im Nachhinein, also ganz ehrlich, es macht ja nichts. Es ist dann halt ein bisschen anders. Es ist halt was Besonderes. Weil selbst gemacht. So, das ist schon ein bisschen tricky, hier das rauszulösen. Aber wir haben es gleich geschafft.
So, dann die zwei, die noch zur anderen Seite zeigen. Das Tolle bei den Sets ist, dass man wirklich eigentlich bis auf so ein paar Gadgets nichts anderes mehr braucht. Und bestellen, wenn ihr euch das, wenn ihr sagt, oh, das ist was für mich, hätte ich ganz gerne. Link setze ich euch gerne unter dieses Video, kein Problem. Dann könnt ihr das direkt auf meiner Seite bestellen. Oder wenn ihr es selber auch bestellen könnt, bestellt selber, auch wenn ihr selber vielleicht auch Demonstrator seid von Stampin' Up, so wie ich, oder ihr gezielt schon jemanden kennt, aber noch nicht gesehen habt, wie das funktioniert, dann dürft ihr das natürlich auch. So, und dann brauchen wir noch zwei hier von diesen Blümchen. So. Nummer 1. Und das zweite habe ich auch gleich. Ich hoffe, dass mir es nicht gleich kaputt geht. Ja, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein mit der Folie. Aber das geht eigentlich immer recht gut. So. Die zwei Blümchen haben wir auch. Dann brauchen wir die Dimensionals. Und Schnur. Bei der Schnur, die schneide ich mir später runter. Denn ich weiß ja natürlich noch nicht, wie viel ich da brauche. Das sehen wir dann gleich. So, das Schnürchen. Ah ja, und dann brauchen wir noch so ein Pergamentpapier. So, dann schauen wir doch mal, wie es losgeht. Als erstes ist hier gezeigt, dass man sich das Ganze falzt. So, hier nehme ich jetzt nochmal zum Nachfalzen mein Falzbein. So, dann haben wir die Karte so vor uns. Als zweites, da wird jetzt schon was geklebt. Okay, da brauchen wir 4 von den Klebepünktchen. Und da nehme ich jetzt meinen Aufhebhelfer. Das finde ich geht so am besten damit. So. Sie sollen hier ungefähr so mittig. Ich hoffe, das haut hin. Wenn nicht, naja. Wie sage ich immer so schön, es ist halt selbst gemacht. So. Sie ist schon so ganz mittig, haut das nicht hin. Aber hier noch ein Hinweis. Das Set habe ich nicht vorgebastelt. Ich bastle jetzt wirklich zum ersten Mal dieses Set. Und das vor der Kamera, damit ihr wirklich seht, wie das ist. Man hat noch keine Ahnung, man bastelt einfach drauf los. Dann haben wir das. Dann müssen noch Klebepunkte. Da sind 2. Die zueinander zeigen. So. Dann kommen die anderen. Ah ja. Natürlich, da sind ja die Klebepünktchen drauf. Moment. Wenn ihr jetzt die Klebepünktchen nämlich auf das Gold drauf packt, dann macht es wenig Sinn. So. Und das soll dahin, das soll dahin. So, und da sind auch Pünktchen drauf. So. Und zwar soll ein Pünktchen auf das Blatt. Also das finde ich toll gemacht. Man sieht wirklich gut, wo die jetzt hin sollen. So. Und also ich bin ja eigentlich so der Gold- und Schnörkel-Fan, aber ich muss sagen, irgendwann findet man doch das ein oder andere Element doch ganz cool. Wenn
wenn es dann wirklich passt und man so ein Auge dafür entwickelt hat. Und das kriegt man dann mit den Sets, wenn man da mal angefangen hat, tatsächlich echt gut. Irgendwann, und dann kriegt man immer mehr Ideen, oh, man könnte noch hier, man könnte noch da, und das passt gut und das macht gut. Also meine ersten Karte waren so relativ flach, ohne Dimensionals, einfach mal was gestempelt und ausprobiert. Und nach gehen die Karten dann schon ein bisschen in die Höhe oder kriegen eine Funktion. Aber da kommt man irgendwann rein. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Im Prinzip ist alles relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und ich bin nicht wirklich so gezielt jetzt ein Künstler, der da, was macht's da? Jetzt muss ich mal gucken, weil das sieht man tatsächlich jetzt ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, dass er... Also hier ist tatsächlich jetzt gerade ein kleiner Haken. Bin ich ehrlich, man sieht hier jetzt, ich zeige euch das mal, man sieht hier jetzt relativ schlecht, ob jetzt die Blümchen drunter kommen sollen oder oben drauf. Jetzt gucke ich mal auf den Beispielfotos. Ne, die sollen tatsächlich oben drauf geklebt werden. Also, das sieht man jetzt ausnahmsweise mal bei der Anleitung nicht ganz so toll. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Also, solange die Sachen alle sonst soweit passen, jetzt mache ich hier die Trägerfolie runter. So, Nummer 1. Hier 4 Stück. So, jetzt so ein bisschen platzieren. Und wenn es mal ein bisschen schief wird, nicht ärgern. Bei mir ist es, glaube ich, jetzt auch ein bisschen schief geworden. Dafür ist es handgemacht. Was soll's. Fürs erste Mal ist das immer alles toll. So, jetzt mal gucken. Jetzt soll hier... Das soll so nach oben. Dann soll ich hier eins so nach unten zeigen. So. Und so eins soll dahin. So, gut, dann fangen wir mal an. Hier, zack. Also ihr habt vielleicht gerade gesehen, ich habe versucht, das mit dem Fingernagel runter zu machen. Das ist nicht so optimal. Also mit dem Aufhebhelfer gibt es deutlich besser. So.
So. Jetzt kommen hier noch diese Dimensionals. Drei Stück werden verlangt. Eins hier außen. Nochmal eins außen, zack. Und eins in die Mitte. Jetzt habe ich hier noch, was ich gerne mit dem Aufhebhelfer einfach mache. Ich piek sie kurz rein, heb's zur Seite runter und dann ist die Folie ganz einfach abgelöst. Diese Trägerfolie. So. Und drei. Fertig. So. Jetzt, upsala. So. Und jetzt soll da noch mit dem Band so ein kleines Schleifchen rum. Gucke ich jetzt mal, wie ich das angeschickt habe. Mal gucken, wo der Anfang hier ist. Den Anfang zu suchen, das ist immer manchmal wieder ein bisschen tricky. Nehme ich den nochmal. Ja, das müsste eigentlich reichen. So, jetzt die Schere. Abschnippeln. So. Muss ich mal gucken. Schleifen, so Dekoschleifen bin ich jetzt noch nicht so ganz meine Spezialität, aber. Da muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Man lernt ja nie aus. Nicht? Also wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt, wie man da super was machen kann. Ich bin gerne bereit, dazu zu lernen. Aber das sieht schon mal geil aus. So, ganz katastrophal aus. So. Ah, vielleicht ein bisschen. Doch ein bisschen zu lang, na gucken wir mal. So, jetzt kommt da noch so ein Klebepünktchen wieder drauf. So. Schleifchen nochmal so. Hier hin. Schneiden wir das hier noch ab. So. Und schon ist das erste Projekt fertig. So, schaut mal. So sieht das Kärtchen aus. Nach oben kann man es aufklappen. Ihr könnt es hier drin beschriften. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr schon Stempel habt, innen alles bestempeln. Ihr könnt den Umschlag noch dekorieren und bestempeln oder was bemalen. Kein Problem. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie simpel es ist, mit so einer Anleitung mal was aus so einem Set zu basteln. Ich finde, sie sieht ganz schön aus. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt sagt, aha, das Set, cool, aber ich will es ein bisschen anders machen. Natürlich könnt ihr das so gestalten, wie ihr es wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Hier geht es wirklich nur, um euch das mal zu zeigen. Bestelllink und ist unter dem Video. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbasteln. Und vielleicht entwickelt ihr auch eigene kreative Ideen. Lasst es mich wissen. Ihr könnt es mir gerne schreiben. Oder auch Fotos von euren Projekten mal per E-Mail schicken. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Fluff. Bis bald.